Radio, hör auf dein Herz. Diese Sendung heißt Chefsache, Macher im Gespräch. Mein Gast heute ist eine Privatfernsehlegende. Bekannt wurde er durch die Spielshow Geh aufs Ganze, die er für Sat 1 und Kabel 1 insgesamt 10 Jahre lang moderiert hatte. 2021 ist er dann mit dem Format bei Sat 1 zurückgekehrt. Inzwischen ist er 77 Jahre alt und heute bei mir. Herzlich willkommen, Jörg Dräger. Ja, dann Schnaps drauf, weil war ja eine Schnapszahl. Genau. Dankeschön. Du würfelst dich durchs Leben, habe ich gehört, und hast angeblich immer welche dabei. Ja, wo sind sie? Ja, wollte ich gerade, also anders als bei Schlagerradio kann ich jetzt so sagen, ich antworte mit Radio Eriwan. Ja. Im Prinzip ja. Ich habe mich auf die Schnelle, als meine Frau anrief, sagt, was hast du denn angezogen? Ich sage, ja, die Jeans und den Pullover. Sagt sie, nee, geht nicht, Schlagerradio macht dich ein bisschen nett. Daraufhin habe ich jetzt dieses Ding angezogen, und keine Würfel was dabei. Ich anhabe, und habe die Würfel nicht dabei. Es sind 2 Würfel, die ich in Las Vegas vom Croupier im Caesars Palace bekommen habe. Die sind heilig ohne Ende. Ja. Und zu den Würfeln bin ich gekommen über einen Regisseur, der mir ein Buch geschenkt hat, der Würfler. Und der Würfler ist ein übersättigter Mensch in Hollywood gewesen. Der hatte alles, Learjet, Häuser, Autos, alles, was er brauchte. Für den gab es nichts Neues mehr. Und dann hat er dem Würfel Türen öffnen lassen, die er selbst nie geöffnet hätte. Indem er zum Beispiel gesagt hat, also bei der 1 und bei der 2 lasse ich mich scheiden. Bei der 3 und der 4 gehe ich heute fremd und bei der 5 und der 6 so. Und du kannst natürlich den Proporz immer ändern. Ja, du kannst auch sagen, bei 1 bis 5 gehe ich fremd und nur bei 6 nicht. Jetzt hast du deine Würfel leider heute vergessen. Ja. Aber ich habe was für dich. Guck mal hier. Hey. Zwei Würfel. Okay. Nicht aus Las Vegas, ja, aber aus dem Spielzeugladen um die Ecke. Ja. Komm, du darfst jetzt würfeln und du musst. Und um was würfeln wir denn da? Also die 1 und die 5 fremdgehen wäre schlecht, deine Frau sitzt draußen. Das ist ja jetzt etwas, was ich dann nur mit mir mache, wo ich also bestimmten Entscheidungen ausweiche und den Würfel entscheiden lasse. Das Entscheidende dabei ist, du musst, wenn der Würfel dann die Entscheidung gefällt hat, dann bist du verdammt dazu, dieses auch zu machen. So habe ich gewürfelt, ob ich in den Dschungel... Eine Zwangsneurose. Es ist wie eine Zwangsneurose. Zum Beispiel bin ich nicht in den Dschungel gegangen, weil ich... Die Würfel gesagt haben, weil die Würfel Nein gesagt haben, was ich auch gehofft hatte. Ja, mein Sohn hatte damals Harpe gelesen hier. Ja. Ich bin dann mal weg, ne? Und gleichzeitig hatte ich von RTL die erste Anfrage für den Dschungel bekommen. Da habe ich gesagt, Paul, das mache ich überhaupt nicht. Der war damals 11. Wann war das? 2006 oder so? Das war 2006. Oh, Biografie gelesen? Ja, 2006 war das. Genau 2006. Da war der Junge 11 Jahre alt und gesagt, Papa, mach das bitte. Mach mir bitte den Tarzan im Dschungel. Ich sage, Paul, das kann dein Alter nicht mehr. Aber pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Dann habe ich gesagt, pass auf, bei 1, 2 und 3, also die 50-50 Option, gehe ich in den Dschungel. Bei 4, 5, 6 gehen wir beide auf den Jakobsweg und die 5 ist gefallen. So war das. Ja, da warst du zum ersten Mal auf dem Jakobsweg. So war ich das erste Mal auf dem Jakobsweg. Inzwischen sind es 14 Mal und dieses Jahr plane ich den 15. Mal, obwohl mir heute im Bundeswehrkrankenhaus der Oberarzt gesagt hat, der Professor, ich brauche erst eine neue Hüfte. Okay. Also, wir wollen jetzt würfeln. Also, um was würfeln wir denn? Wenn die, keine Ahnung, welche Zahl kommt, was passiert dann? Ne, wir können ja auch ein Gewinnspiel machen. Wie geht das denn? Ach, warte mal, dann gebe ich dir, tauch mal kurz ab. Ja, der Würfel ist runtergefallen. Ich gebe dir jetzt einen Würfel, den du jetzt mit der Hand abdeckst, wenn du gewürfelt hast. Ja, okay. So, dann spielen wir Best of 3, also 2 Gewinnrunden. So, mach die Hand drüber. Okay. So, und jetzt sagst du, ohne drunter zu schauen, dein Wurf ist höher oder niedriger als meiner. Meiner ist höher. Dann deck bitte auf. Das ist die 3 gegen meine 6, also 1-0 für mich. Die zweite Runde. Du bist ein Hütchenspieler. Also ich merke das nein, schon. Nein, ich darf ja gucken, weil du nicht hinlegen, sondern würfeln. Okay. Und dann schnell abdecken. Okay, und jetzt sagst du wieder höher oder niedriger? Niedriger. Deck auf, wird die 4 sein. Nein, das ist die 6, aber dies habe ich, die 2. Also 2-0 für mich. So, jetzt kriege ich von dir, weiß ich nicht, Anteile an Schlagerradio. Ja, du kriegst von mir eine Schlagerradio-Tasse mit dem Herzhängen. Die ist total begehrt. Die ist total geil. Aber diese beiden Würfel, die schenke ich dir jetzt, damit du immer welche als Ersatz hast. Okay. Wenn die aus Las Vegas mal wieder zu Hause sind, weil du schon weg musst. Dann nehme ich die. Nimmst du die? Jörg Dräger, Fernsehlegende und Mann mit großer Freude, du musst sie nicht zurückgeben, mit großer Freude am Spiel, auch am Würfelspiel, mein Gast in Chefsache, Macher im Gespräch. Schlagerradio. Jörg Dräger,
Fernseh. Du hast eine richtig geile Radiostimme übrigens. Ja, aber kein Fernsehgesicht, weißt du? Das ist mein Problem. Jörg Träger als Fernsehlegende. Ja, also ich wollte immer nur Radio machen. Siehst du? Und gäbe es nicht oder hätte es damals nicht einen eklatanten Unterschied in der Bezahlung gegeben, dann wäre ich heute noch beim Radio. Siehst du, hast auch eine gute Radiostimme, aber du hast eher so ein Fernsehgesicht. Guck mal, ich meine, Scheiße ist natürlich... Du meinst ein Allerweltsgesicht oder was? Scheiße ist, wenn man eine Zeitungsstimme hat und beim Radio arbeitet. Ja, Sag mal, ich meine, du hast mit Geh aufs Ganze eine Fernsehlegende, der Zonk und so weiter, kommen wir später noch dazu. Und mit Mitte 70 nochmal gesagt, ich mach das nochmal. Und ich stelle mir so vor, wenn man einmal Fernsehen gemacht hat, du bist ja auch eine extrovertierte Persönlichkeit, das ist schon ein bisschen wie eine Sucht, oder? Du hast dich lange überlegen müssen. Wie lange habe ich Zeit zu erklären, wie es dazu gekommen ist, zum Revival? Bist du noch so fleißig, nicht mehr als 1,30. Okay, und keine Musik dazwischen, geht los. Ja. Ich habe nach langen, langen Jahren das erste Mal eine Entscheidung alleine getroffen, ohne meine Kinder und ohne meine Frau zu fragen. Ja. Und es ging darum, und ohne die Würfel zu fragen. Ohne die Würfel zu fragen, genau, richtig. Weil Dschungel hatte ich sie gefragt und die haben gesagt dann nein, aber bei Promi Big Brother habe ich gesagt, das entscheide ich alleine. Bestimmte Kriterien, warum ich es gemacht habe, die kann ich offenlegen, aber nicht jetzt, dauert zu lange, komme ich über die 1,30. Also bin ich da gewesen. Und beim Einzug in dieses Haus hat mir Marlene, also eine die Moderatorin dieser Sendung, hat mir ein weißes Jackett gegeben, hat ins Publikum gezeigt und sagt, spiel doch bitte mit dem mal so, wie du früher gespielt hast. Ja. Und dann habe ich gespielt, wie ich früher gespielt habe. Was sie nicht wusste, ich spiele ein ganzes Leben lang auch ohne Sat.1, gehe aufs Ganze, auf Events und auch gerne mal hier bei Schlagerradio, weil das funktioniert auch im Radio übrigens, nur mal so. Und Herr Rosemann, also der Big Boss von Sat.1 und... wie heißt dieser andere? ProSieben AG, ja. Aber der steht auf deinem Gehaltszettel. Und Kabel gehört ja auch noch dazu. Genau, hat das gesehen, hat seine Jungs angerufen und hat gesagt, ich glaube, den holen wir zurück. Und dann habe ich irgendwann den Anruf gekriegt und natürlich habe ich ja gesagt. Okay, also da gab es gar keine Überlegung, du musstest davor. Und warst du mit dir zufrieden? Am Ende nach der ersten, zweiten Staffel? Nein, ich war insgesamt weder mit der ersten noch mit der zweiten richtig zufrieden. Wo dran lag es? Am Co-Moderator? Nicht. Dem Kollegen Daniel Boschmann? Oder? Nein, nicht wirklich. Es lag daran, dass die Kollegen gemeint haben, man müsse, wenn man aus einer Daily, also aus einer täglichen 40-minütigen Sendung, eine Gala-Sendung macht, Freitagsabend 20.15 Uhr, 120 Minuten, dann braucht man andere Accessoires als einfach nur den Träger mit Umschlägen. Da ist was dran. Aber wie das dann am Ende gelöst wurde, was natürlich auch wirklich sehr, sehr, sehr schwierig war, ist halt einfach den Proport zu finden, was nehmen wir aus den 90ern mit rüber und was machen wir, ich sag mal, was machen wir neu. Und diese Mischung ist uns beim ersten Mal, ich sage mal, gar nicht geglückt, da hatten wir auch nur 6 Wochen Zeit. Und beim zweiten Mal ist sie, also nicht geglückt wäre beim zweiten Mal falsch, sie ist missglückt. Aber die Quoten haben gesagt, jo, reicht. Ja. Aber es ist nicht der Spaß, den ich früher hatte, aber bei der dritten Staffel kommt es vielleicht. Okay, und wann kommt die dritte Staffel? Da musst du die Bild-Zeitung fragen, weil vor... der Sendung frag ich dich, wann kommt die dritte Staffel? Deswegen, das sage ich dir in der Sendung, jetzt sagst du mir, muss ich die Bild-Zeitung fragen, was bist du denn deswegen habe ich es ja vorhin nicht gesagt. Sag mal, weil, nein, pass auf, die Geschichte ist die, vor 3 oder 4 Wochen hat die Bild-Zeitung eine Anfrage gestellt an Herrn Rosemann. Ja. Geantwortet hat seine rechte Hand. Also ProSieben-Sat.1-Chef und genau, die rechte Hand. Hat geantwortet und hat diesen Satz, den ich jetzt nenne, so formuliert. Ja, wir sehen Geh aufs Ganze 2023 wieder. Das ist ja wie Radio Eriwan. Das hat mir dann die Bild-Zeitung einen Tag vor Veröffentlichung gesteckt. Ja. Daraufhin habe ich die Pressestelle angerufen von Sat.1. Ich darf das doch, ich erzähle das jetzt einfach alles. Und habe gesagt, Leute, mit welchem Sprachmodus gehe ich jetzt um, wenn zum Beispiel Schlagerradio mich anruft und sagt, wie findest du das? Ja. Und dann bin ich... Die wussten das gar nicht. Die wussten es, glaube ich, schon. Es sei denn, sie hätten es wieder vergessen und haben mir gesagt, zitiere einfach diesen Satz, der in der Bild-Zeitung stand. Also, Fakt ist, ich weiß nicht mehr als das, was in der Bild-Zeitung stand. Hat sich und keiner gerührt und hat gesagt, wir machen weiter. Ich habe eine gute Botschaft für dich. Ja, du weißt es. Es ist noch nicht Dezember. Es ist erst Jahresbeginn, also da kann noch viel kommen. Ja, aber das war ja schon bei der ersten Staffel so. Wir sind mit der ersten Folge, in der ersten Staffel mit 17% rausgegangen. Diese Prozentzahl hatte Sat.1 seit ihrem Bestehen nicht. Du warst ja mal früher bei Sat.1. Ja, da hatte ich 17%. Ja, ist klar. Oder am Ende 5. Ja. So, also der Schnitt bei Sat.1 ist, weiß ich nicht, um die 5%, 6%. Ja, ja. Sind wir mit 17%, anstatt jetzt diese Welle, diesen Rückenwind mitzunehmen,
haben wir noch mal ein ganzes Jahr gewartet. Und das versteht, glaube ich, keiner. Ja, das ist wie ein guter Wein, das muss einfach noch mal ein bisschen liegen und dann kommen vielleicht die 20%. Ja, okay, aber er kann natürlich auch schnell sauer werden, vor allen Dingen, wenn er 77 Jahre eh schon lagert. Ne? Ja, aber du wirst so alt wie deine Mutter, kommen wir später noch dazu, die ja, wurde 100. Jörg Dräger ist mein Gast, Sat1-Moderator, geh aufs Ganze und gleich geht's um den legendären Song. Schlagerradio. Schlagerradio ist hier. Chefsache, Macher im Gespräch, der Chef, der mir heute gegenüber sitzt, der Chef von Je aufs Ganze, würde der Berliner sagen. Ja? Kannst du auch gut Berliner, ne? Ja, aber so, dass ich mich nicht unbedingt traue, es wiederzugeben. Was mir besser gelingt, ist Schwäbisch und Kölsch. Okay, also Kölsch. Lass mal weg. Ja. Wie heißt das immer so schön? Das schönste Nichts der Welt klingt so. Ja. Ja. Das war der Zong. Immer lieb haben, ja, nie in fremde Hände rote, geben. Die rote Plüschniete aus der Show. Wie ist denn diese eigentlich entstanden? Wie viel habe ich? 3, 4, 5 Minuten? Ja, jetzt hast du 30 Sekunden. Die berühmten 1,30 wieder. Okay, also wir hatten zu Beginn, wie so oft, wenn man ein US-Format adaptiert, die Amis haben halt, weiß ich nicht, 100 Meter Jägerzaun als Niete genommen. Glühbirnen ausgebrannt und. Haben wir auch. Da kann man sich eine Dunkelkammer mit einrichten. Absolut. Haben wir dann auch versucht, es wurde ja dann auch immer frei Haus geliefert, hat aber nicht funktioniert. Und dann war ich mit dem damaligen Junior-Produzenten Erasmus Bölte, der leider sehr früh auch verstorben ist, auf der Nürnberger Spielwarenmesse und da haben wir eine graue Maus gesehen von Sigi Kitt. So, dann hat Erasmus mit den Damen verhandelt, gemacht, erzählt, gezeichnet und. Ja. Und die haben dann dieses rote Etwas, was mindestens genauso geschlechtsneutral ist wie der deutsche Gartenzwerg, gezaubert und ist halt wirklich, ja, es ist eine Legende. Also das ist eine Legende. Genau, und hören wir mal nochmal, wie die Legende im Spiel im Fernsehen sich anhört. 3 Halbkugeln und die millionenschwere Quizfrage. Nach welchem Symbol suchen wir? Nach dem Zong. Richtig. Welche soll ich denn sozusagen aus dem Spiel nehmen? Die erste. Die erste. Ja, aber Sie haben es ja gesagt, ich soll es rausnehmen. Also wir spielen jetzt nicht, was Sie haben wollen. Wir spielen jetzt, was Sie nicht haben wollen. Ja, dann tun wir den Zong weg. Dann nehmen wir... Nee, da war der doch. Ja, da ist der Zong. Nein. Glaube ich nicht. Gucken Sie mal. Da ist der Schlüssel. Und egal, was Sie jetzt noch genommen hätten, da war der Zong. Oh, den hast du aber fies aufs Glatteis geführt. Ja, ja, und da haben wir aber jetzt schon den bajuwarischen Einschlag gehabt. Das muss dann schon bei Kabel gewesen sein. Das ist schon, also das ist aber auch schon wieder 20 Jahre her, ne? Oder ja, also, ja, ja, ja. Zeit vergeht. Der Trostpreis mit der Rattennase. Ihr habt irgendwann mal gesagt, das ist eigentlich kein Trostpreis. Oder ist keine Niete. Nein, das ist das schönste Nichts der Welt. Ja. So, du hast es ja vorhin selbst schon... das schönste Nichts der das Welt. Das schönste Nichts der Welt. Was passiert eigentlich, wenn man dieses Nichts gewinnt? Findet man die dann irgendwie bei eBay oder werden die dann teuer ersteigert? Hast du mal nachgeforscht und geguckt? Nee, habe ich nie. Es ist nur in der Anfangsphase sind ganz viele Dinger gefaked worden. Also die hast du auf dem Rummel oder Kirmes, weiß nicht, wie man in Berlin sagt, gefunden. Rummel, auf dem Rummel gefunden und. Die Kripo wurde eingeschaltet von Sat1 und. Aber wahrscheinlich auch mehr als PR, als PR-Deck. Ja, und das Ding ist halt wirklich, das war ja auch der Sinn der Sache. Wenn du, ich habe dich an der Nase herumgeführt, 2-mal, 3-mal, 4-mal, was aber wichtig ist, ich habe nie unter den Gürtel gehauen. Also nie ist bei mir einer rausgegangen, den ich irgendwie wirklich mit einem Affront verabschiedet hätte. Ne? Aber je nachdem, wie du drauf bist, weiß ich ja auch, wie weit ich bei dir gehen kann. Ja. Also bei dir könnte ich zum Beispiel sehr, sehr weit gehen und dir sehr, sehr wehtun. Das ist so. Gut. Und wenn du dann am Ende 3-mal das Auto nicht bekommen hast, aber jetzt den Zong bekommst, wenn du den anschaust, dann lächelst du. Sag mal, du bist ein totaler Spieler. Also das Würfelspiel hat es dir angetan. Achim Reichel gibt es ein tolles Lied übrigens. Ja, Spieler, komm rüber. Ja, das können wir gleich mal danach spielen. Sehr geil. Ja, also, oh ja. Das ist super. Und also, du bist ein Spieler. Hast du mal so richtig professionell Karten gespielt? Warst du in so einem, ja, wie soll ich sagen, so Hinterräumen, wo man pokert und so? Nein, überhaupt nicht. Aber ich gehe gerne ins Casino. Ja. Wobei ich mit den Jahren für mich entdeckt habe, dass ich mehr zittere, wenn ich andere Spiele sehe, die dann um alles spielen. Wie kommt man in einem Casino zu einem kleinen Vermögen? Na? Man setzt ein großes ein. Okay, der ist nicht schlecht, oder? Der ist nicht wirklich schlecht. Kannst du für deine nächste Show mitnehmen. Nein, aber also ich sag mal, Blackjack ist das, was mir am meisten Spaß macht. Ja. Und da kann ich wirklich stundenlang zugucken. Ich spiele auch gerne mal selbst, trinke aber nicht einen Schluck Alkohol. Weil das ist ja das Gemeine im Casino. Absolut. Du kriegst ja, wenn du deine Kohle hinlegst, kommen ja die Damen, die Hostessen an und hauen dich mit Alkohol zu. Und umso waghalsiger wirst du. Ja,
früh wieder gehen. Und komm, jetzt hören wir uns Achim Reichel an. Spieler, komm rüber. Genau, bei Schlagerradio. Bitte, so Jörg Dräger. So geil, das Lied. Schlagerradio. Jörg Dräger, mein Gast bei Schlagerradio in Chefsache Macher im Gespräch. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bedanke mich. Cool, dass du Mut gehabt hast, hierher zu kommen, dich hergetraut hast. Und ich habe ja auch noch Würfel spendiert. Also ja, und ich würde gerne ein Personalgespräch nachher mit dir führen, wegen der nächsten Anstellung. Also genau. Ein Fünfjahresvertrag wäre völlig okay. Wie aufs Ganze. Ja, Fünfjahresvertrag ist bei 77 nicht so riskant, oder? Ja, nee, ist bei dir deshalb gefährlich, weil die Gefahr groß ist, dass du sehr alt wirst. Die Mama ist 100 Jahre alt geworden. Und du sprühst ja auch so voller Energie. Ich kenne ja nur wirklich viele 77-Jährige, auch Schlager, Künstler, Schauspieler. Also du hast die Power eines 40-Jährigen, würde ich mal sagen. Die Mama hat das Leben ja wirklich bis zum Schluss genossen. Ja. Was hat die gemacht? Immer schön noch getrunken, gegessen, geraucht? Meine Mama hat regelmäßig, weil wir haben ja lange, lange Zeit, meine Eltern und ich, in Spanien gelebt. Also, das ist ein halber Spanier. Also Rotwein Bilbao. Bilbao, genau. Rotwein gehört natürlich logischerweise dazu. Ne? Sie hat wirklich immer ihren Rotwein getrunken. Oder was ganz toll war, sie glaubte immer ein Piccolöchen zu trinken. Ja. Dann habe ich aber irgendwann entdeckt, dass das Leergut irgendwie immer große Flaschen waren. Also habe ich ihr ein Piccolöchen geholt, 0,3 und eine richtige 0,7. Habe beide Flaschen nebeneinander gestellt und gesagt, Mütterchen, was ist denn hier von jetzt das Piccolöchen? Und hat sie auf die große gezeigt. Dann hat sie ab und zu gerne noch ein Zigarettchen geraucht. Sie hat ein Stockwerk über uns gelebt. Das heißt, sie ist mindestens 4 oder 5 Mal am Tag, wenn nicht 6 Mal, die Treppe rauf und runter. Ja. Und das ist eine Treppe mit Kurve, also eine Wendeltreppe fast. Sensationell. Und sie war nie krank, sie war immer gut drauf und hat am Vorabend, sie ist am 21.12.21 eingeschlafen, sie hat am Vorabend mit uns noch Rommi gespielt. Mit Rotwein und mit Zigarettchen auf der Terrasse. Ein erfülltes Leben, kann man sagen. Ja, und dann bin ich am nächsten Morgen hoch und habe gesagt, so, jetzt wird aber endlich Zeit, kommt zum Frühstück. Und da war sie eingeschlafen. Mhm. Und den Hunderten hatte sie gerade schon hinter sich. Also das war wirklich einfach sensationell. Aber wirklich ein schönes Leben. Also man und auch ein schöner Tod. Also tragisch es ist, aber ein erfülltes, schönes Leben. Sag mal, du bist in Spanien groß geworden mit dem 4. Lebensjahr dorthin. Warum haben die Eltern dich verschleppt? Nein, ich glaube, das ist wirklich einfach nur ganz normales Familiendenken. Mein Vater wollte einfach seine Frau und mich immer dabei haben, koste es, was es wolle. Wir waren ja zwischendurch, also wir waren 2 oder 3 Mal in Bilbao, dann waren wir irgendwann in der Nähe von La Coruña, da wo der Jakobsweg fast dran vorbeigeht und. Und immer, wenn ich gerade wieder Fuß gefasst hatte in einer Schule in Essen, wo mein Vater eigentlich herkommt, war dann ein halbes Jahr später, hieß es wieder, Herr Dräger, wieder ab nach Bilbao, die Baustelle ist kaputt, wenn die Deutschen weg sind. So war das früher ja halt. Und also einfach immer hinterher. Also Vater war Bauarbeiter, oder? Nee, der war sozusagen der Finanzmann der Baustelle, also hat die Kohle gerechnet und verteilt. Die Löhne am Ende des Monats verteilt. Damals so in den berühmten Klarsichtstüten. Genau. Lohnzettel noch. Ja, genau. Und die Mama hat zu Hause gesessen und gekocht? Die Mama hat zu Hause gesessen und gekocht. Deutsches Essen in Spanien. Ja, genau, mit dem, was halt dann so möglich war. Das hätte aber statt ein Häschen war es vielleicht auch mal eine Katze, weil das war halt üblich damals. Ja gut, also egal, was jetzt hier passiert. Gut, dass mein Hund nicht dabei ist. Ja, gut, das hat man halt erst wirklich sehr, 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 sehr spät entdeckt. Und ich bin halt am Anfang gar nicht zur Schule gegangen, sondern ein Priester, der ein bisschen Deutsch sprach, ein bisschen Englisch und Latein, logischerweise ich auch Latein schon so von der 6. an, glaube ich, ist glaube ich die 8. Klasse, also dieses System kennt ja kaum noch einer. Also völlig egal, ich habe das einfach genossen, es war super schön. Du sprichst heute noch perfekt Spanisch? Pues si quieres hablamos en español, pero todo el tiempo. Entonces podemos decir... Es klingt Spanisch. Suena bien, ¿eh? Es klingt Spanisch. Es gibt ja ein wunderbares Lied von Adriano Celentano mit einem unaussprechbaren Titel. Das klingt wie Englisch. Und weißt du, es ist gar kein Englisch. Anfang der 70er Jahre irgendwann aufgenommen. Okay. Also ich hab ihn voll vor mir. Du hättest mir jetzt irgendwas erzählen können und es klang sehr Spanisch. Was hast du gesagt? Wobei Adriano Celentano natürlich Italienisch gesprochen hat. Ja, das weiß ich ja. Das ist ein Italiener, genau. Aber das klang Spanisch. Was hast du mir gerade gesagt? Ich habe gesagt, ich finde das ganz, ganz toll, hier zu sein. Und ich bedanke mich nochmal herzlich für die Einladung und vor allen Dingen für die Gage. Ja, weil die ist ja wirklich sowas von, also da müsste Herr Rosemann wirklich auch mal noch ein bisschen nachlegen. Ja, siehst du, also der ist wirklich dieser
Mann, dieser Jörg Träger, ist ein Poker-Franz ohne Ende. Jörg Träger, Fernsehlegende, geh aufs Ganze, hier geht auch aufs Ganze bei Schlagerradio. Schön, dass du da bist und toll, dass Sie am Radio mit dabei sind. Schlagerradio. Jörg Träger bei Schlagerradio. Der Mann geht aufs Ganze. Bei Sat 1, genau, dritte Staffel kommt. Und heute bei Schlagerradio. Ja, heute bei Schlagerradio. Ich kann mich erinnern, ich habe bei Sat 1 ja auch mal ein bisschen was gemacht. Du warst, glaube ich, immer der nach. Nee, wann kann das? 17 Uhr oder so? Geh aufs Ganze. Ich weiß jetzt nicht, zu welcher Zeit du ich, da warst. Ich war so halb sieben, halb sieben. Ich habe ja auch Frühstücksfernsehen gemacht, ganz am Anfang. Und dann Nachrichten noch. Aus Hamburg noch. Aus Hamburg noch, am Mexikoring, genau. Ja, ich saß in Berlin, an der Budapester Straße. Ja, da haben wir das Frühstücksfernsehen gemacht. Genau. Ich hatte mein Büro daneben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, immer. Ja, du bist immer ganz arrogant an mir vorbeigelaufen. Das kann überhaupt nicht sein. Diese weißt du, wann ich da war? Morgens um 5. Da erzähl mir bitte nicht, dass du da schon über den Gang gelaufen bist. Um halb zehn bin ich gekommen, da warst du längst im Bett. Ach, das ist ja echt irre. Sag mal, du warst bei der Bundeswehr und Hauptmann und hattest eine Affinität zum Radio, hast Radio Andernach aufgebaut und manch einer wird sich denken, was ist Radio Andernach? Ist das ein Privatsender? Nein, es ist das Radio der Bundeswehr, wo ihr damals wahrscheinlich auf Tonband irgendwelche Sendungen aufgenommen habt. Und die wurden verschickt auf die Schiffe. Jeder Panzer hat eine Musikkassette bekommen oder an irgendwelche Kurzwellenstationen nach Afrika, die es dann ausgestrahlt haben, oder? Also da waren zwei formale Fehlerchen drin, aber im Grunde hast du es genau richtig gesagt. Nein, so können wir es stehen lassen, ja. Also ursprünglich sollte es die Einflussnahme auf die NVA, die Nationale Volksarmee, sein. Ja, einfach zu sagen, ey, unser Grundgesetz ist besser, bei uns ist alles schöner, bei uns ist alles besser. Aber Radio kommt einfach wurde rüber. Aber gar nicht ausgestrahlt hier wurde Land. Nicht ausgestrahlt und dann hat 71 Egon Bahr die deutsch-deutschen Verträge ja geschlossen. Das hieß, wir wurden sozusagen verboten. Für die DDR war das scheißegal, weil die haben sie im normalen Radio gemacht. Ihr wart die Konkurrenz vom Soldatensender 904 oder wie das ist. Richtig, was du alles drauf hast, genau. Ja. Und der 904 ist dann ins normale Programm in der DDR übergegangen, das heißt, die haben weitergemacht. Ja. Und wir haben dann Unterhaltung gemacht und dann wurden in allererster Linie für El Paso, da war die Luft oder ist die Luftwaffe und da sind halt wirklich die Familienangehörigen meistens mit, weil das war ein Aufenthalt von 3, 4, 5 oder 6 Jahren und für die haben wir Unterhaltung gemacht, ab in die Transall, dann die Bänder rüber. Die Bänder rüber und dann hier ist German Voice und dann haben die Platten da aufgelegt. Ja, und so bin ich zum Radio gekommen. Und das Interessante ist ja, aus Amerika kamen zurück die Platten mit den wöchentlichen Sendungen von Casey Kasem. Richtig. American Top 40, die wurden dann hier beim AFN ausgestrahlt. Ja. Das war sozusagen Programmaustausch. Und irgendwann hast du gesagt, ich muss zum Fernsehen. Ich meine, du warst beim NDR, du warst bei Radio Schleswig-Holstein. Was hat dann am Fernsehen gereizt? Wer hat dich entdeckt? Oder warst du so ehrgeizig gesagt, mein Gesicht muss vor die Kamera? Nein, überhaupt nicht. Nie dran gedacht. Aber es gab ja, gibt es heute noch, aber damals war das eklatant. Es gab sozusagen, wie nannte sich dieser Job? Berater. Berater. Ja. Berater waren die mit der Riesenkohle, keine Verantwortung und eigentlich nie da, wenn es ernst wurde. So, und ein solcher Berater beriet Sat 1 und beriet Radio Hamburg. Und dieser Berater kam dann irgendwann zu mir und meinte, nicht möchtest du nicht. John Mönninghoff. Definitiv nicht, weil nichts schöner als Radio, Hose offen, Hemd offen, Brötchen, ne? Und dann einfach, so wie du jetzt zum Beispiel hier sitzt, mir gegenüber. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, also Anfangsgehalt wäre... Sag's nicht. Natürlich nicht. Dann habe ich gesagt, alles klar, lass mich schnell umziehen und ich bin dann rüber. Ja, auf jeden Fall. Also Berater ist ja ganz witzig. Also ich hatte mal einen Chef, der hat gesagt, weißt du, also diese Berater braucht man überhaupt nicht. Alles Quatsch. Und dann sage ich, wieso? Sag dann, weißt du, Berater funktioniert so. Ich gebe dem meine teure Uhr, der setzt die auf seinen Arm auf, liest die Uhrzeit ab, sagt, es ist 13.05 Uhr und kassiert 5.000 Mark. Richtig. Guck dir mal an, müssen wir jetzt nicht drauf eingehen, was alleine, jetzt ist es ja offenbar geworden, jetzt wieder nach dem Wechsel des Verteidigungsministers, ja. Was da an Beratungsgeldern in diesem Ministerium, über 20 Millionen, weil da werden, die lassen sich beraten von Leuten, die ihrerseits eigentlich auch keine Ahnung haben, kriegen eine Riesenkohle und das passiert, glaube ich, in sämtlichen Ministerien, egal wo du hingehst. Berater sind ja oft auch eine Absicherung für Leute, an gewissen Positionen. Ja, aber den Berater kannst du nie in die Pflicht nehmen, den Berater nein, kannst natürlich du nie verklagen. Nicht, aber als Chef kann ich sagen, hey, sorry, lieber Aufsichtsrat, ich habe ja alles getan, aber wenn der Berater irrt, dann kann ich natürlich auch nicht. Aber sag mal, du hast ja, ich glaube, auch schlechte Berater gehabt oder schlechte Trainer. Tanzen ist nicht deine Stärke. bei Let's Dance, da hättest du einen Berater dringend gebraucht, der dir hilft. Ja. Du hast den letzten Platz belegt. Ist das so ein Schmarrn? Nein, das kann man ganz anders formulieren. Ich war
war als Erster draußen. Okay, du warst als Erster draußen. Nein. Und Tanzen ist nicht dein Ding. Pass auf, ich habe es in 30 Sekunden erzählt. Also okay, der erste Anruf kam beim Management. Nein, nein, mache ich nicht. Ja, macht. Ich sage, nein, ich kann nicht, weil ich höre Musik, ich liebe Musik, aber mein Körper spricht nicht drauf an. Was sagen meine Würfel, hast du gefragt? Die Würfel habe ich gar nicht gefragt, weil es war für mich einfach, ich hatte die Sendung auch noch nie gesehen, muss ich dazu sagen. So, dann war ich längere Zeit in Köln am ehemaligen Milowitsch-Theater. Also haben die angerufen, die sitzen ja alle in Köln und gesagt, lass uns doch mal essen gehen. Ja. Auch beim Essen habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Dann kommt immer noch ein Tacken drauf und noch ein Tacken und noch ein Tacken. Und irgendwann sind wir abends essen gegangen und haben auch was getrunken. Und dann habe ich es gemacht und ich glaube, es war schon... Ja, es ist wie in der Spielbank, du darfst nichts trinken und dann Entscheidungen fällen, ja, das aber ist nicht gut. Doch, das Tolle war, ja wiederum muss man ja auch sagen, kann man ja sagen, weiß ja nicht, um wie viel es geht, ich habe, der Vertrag war so gestaltet, dass er nicht daran gemessen wurde, wie oft ich auftrete, sondern es war eine Pauschalgeschichte und insofern konnte mir nichts Besseres passieren, als bei der ersten Vorstellung rauszufliegen. Ja. Aber 50 Stunden lang habe ich mit der Martha, also eine der Profi, tanzen gelernt. Das habe ich hier in Berlin gemacht. Was da an Schweiß runtergeht, da kann ich den ganzen Jakobsweg durchlaufen. Ich habe vor vielen Jahren vor einem Ball, hat meine Partnerin gesagt, du, wir machen jetzt in der Tanzschule mal so einen Tanzkurs, damit du das auch mal lernst. Das war eine Qual. Das war jeden Sonntag. Und beim zweiten Mal schimpfte sie wirklich, jetzt stell dich doch, jetzt pass doch mal auf, tritt mir durch die Arme. Und das hatte mir dann wirklich keinen Spaß gemacht. Ich sagte, komm, lass uns lieber brunchen gehen. Ja, wobei, und guck mal, und das, was da bei Let's Dance abgeht, das ist ja, das kannst du ja schon nicht mehr tanzen nennen. Das ist ja wirklich, das ist wirklich, alle Hüte, die ich jemals tragen würde, würde ich ziehen. Das ist unglaublich, was die da leisten. Das ist der helle Wahnsinn, ne? Ja, der große Nicht-Tänzer Jörg Träger. Also für dich trifft ja da dieser berühmte Satz zu, wo ich bin, ist oben und wenn ich unten bin, ist unten oben. Jörg Träger, Fernsehlegende bei Schlagerradio. Schlagerradio. Geh aufs Ganze, so heißt die Fernsehshow mit Jörg Träger. Eine Fernsehlegende, muss man sagen, in den 80ern, 90ern, Sat.1, Kabel 1 und dann wieder... reaktiviert, kann man sagen. Vor zwei Jahren, 2021, zwei Staffeln gab's. Die dritte kommt, klingt jedenfalls so, wahrscheinlich in diesem Jahr 2023. Du spuckst den Kaffee aus, du lachst ständig, ist irgendwie, war da was drin in dem Kaffee? Nee. Nein, also das, was du als Spucken angesehen hast, war definitiv kein Spucken, sondern das war dieses Schlürfen, wie man einen guten Wein probiert. Dann mach mal. Du, ich kann dir eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte einen, es ist ganz lange her, 18 Jahre her, einen Mitarbeiter, der hat immer so... Also da warst du 15, 16, 17. Danke fürs Kompliment. Der hat ganz merkwürdig getrunken und eine Kollegin, die hatte seinen ersten Tag, kommt zu mir und sagt, Chef, also ich kündige oder ich sitze woanders. Ich sage, was ist denn los? Sagt sie, dieser Mann, wie der trinkt. Ich sage, wie trinkt der denn? Sagt sie, der trinkt 5-mal in der Minute und jedes Mal macht er, nachdem er den Schluck genommen hat, ist, glaube ich, nicht so prickelnd. Sag mal, lass uns mal über was Prickelndes reden. Du hast deine Frau mitgebracht, die hat dich hier abgesetzt und holt dich nachher wieder ab. Ich meine, du könntest auch alleine laufen, aber... die hatte ich das Gefühl, so die hat ein bisschen die Hosen an. Ne? Die hat gesagt, komm, du musst die Fotos noch machen und hin und her. Definitiv. Die hat die Hosen an. Genau. Muss ich gar nicht drum herum reden. Das ist deine vierte Frau und ist die, und ihr seid jetzt schon länger verheiratet, ist das Erfolgsrezept bei dir, dass die Frau die Hosen anhaben muss? Ja, der war nicht so schlecht, die Überlegung, oder? Die Überlegung ist überhaupt nicht schlecht, aber gut, sie ist natürlich total falsch. Also ich mache erstmal darauf aufmerksam. Es ist in der Tat meine vierte Ehe, aber wer schafft es schon in der vierten Ehe, 30 Jahre verheiratet zu sein. Ich kenne einen Ohrenschmuggler, Regisseur, der ist jetzt zum vierten Mal verheiratet und ist jetzt 30 oder 33 Jahre verheiratet. Davor ging das immer ganz schnell. Oh, das ist dann ähnlich wie bei mir. Und dann noch mit den beiden Kindern. Vorher waren wir immer Gott sei Dank kinderlos. Also der Sohn ist jetzt 27, die Tochter ist 22. Also ich versuche es wirklich jetzt, weil es ist ja auch dem Format geschuldet, ich versuche es wirklich in Kürze und immer wenn man etwas in Kürze sagt, hört es sich brutaler an, als es ist. Also immer wenn ich etwas nicht mehr mag,
Ja. Und das ist auch mein Selbstschutz. Dann gehe ich. Ja. Ich gehe von Sat 1, ich gehe von Kabel. Ich bin überall weggegangen, indem ich einfach nur eine Grußbotschaft hinterlasse. Und das ist es. So habe ich mich auch aus 3 Ehen verabschiedet. Und hätte mich, wäre es wieder so, schon längst verabschiedet. Okay, das heißt, du würdest heute, damals war es wahrscheinlich so ein gelber Zettel, heute würdest du einfach eine WhatsApp schreiben, Gisela, das war's. Nein, mein Sohn, mein Sohn hatte, weiß ich nicht, als er seine erste längere Beziehung hatte vor, weiß ich nicht, da war er 19 oder 20, dann kam er irgendwann und sagte, Papa, Mensch, es geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr, guck mal, was ich hier geschrieben habe. Ich sag, Paulo, das geht nicht. Triff dich mit ihr, geh mit ihr Kaffee trinken, wie auch immer. Face to face. Ja, ja. Und das finde ich auch heute, diese Gratulationen zu Weihnachten, zu Ostern, irgendwelche Bilder aus dem Netz, ich kriege das kotzen, muss ich ehrlich sagen. Siehst du, das ist so furchtbar. Und das finde ich super. Ich will selbst schreiben. Siehst du, und das ist etwas, also kann ich dir sagen und auch den Hörern sagen, es gibt auch bekannte Schlagersänger, die schicken, ne, da steht drin, schöne Weihnachten schöne Weihnachten wünscht. Ja. So. Und ich verschicke auch zu Weihnachten ganz viele Grüße. Und ich spreche jeden persönlich an. Ich schreibe zu jedem bestimmt 80, 100 Stück und schreibe zu jedem eine kleine Geschichte aus dem, was wir in dem Jahr hatten. Weil ich finde, das ist eine Frage von Respekt. Absolut. Persönlich jemanden anzusprechen. Ich bin gemeint. Absolut. Und nicht irgendwo eine Rundsendung wie eine Werbe-E-Mail. Ja? Absolut. Weil wir bei Respekt sind. Noch etwas, weil mich das tierisch aufregt. Wenn ich ins Theater gehe und ich gehe so oft es nur möglich ist ins Theater und ich sehe die Klientel von Publikum, die mit Muscle-Shirts reingeht, die mit weiß ich, das ist eine Respektlosigkeit den Schauspielern gegenüber. Da kriege ich wirklich, ich merke es jetzt auch in der Stimme, da werde ich irre. Das habe ich schon oft gehört. Respekt, also früher war es ja so, da ging man Anzug und natürlich. Krawatte musste später nicht mehr sein, aber zumindest ein Anzug, ein paar Sneaker geht ja auch. Weißes Hemd und Jackett ist ja okay. Ist ja okay, absolut. So. Ja. Zumindest für die Kammerspiele. Wenn ich dann in die Oper gehe, kann es natürlich schon noch ein bisschen netter sein. Ja. Ah, da kriege ich echt. Reg dich ab. Ich habe mir ja auch extra, habe ich ja vorhin erzählt. Ja, du hast dich für mich ich richtig schön gemacht. Genau. Und hast deine Würfel dabei vergessen. Ob es jetzt gelungen ist oder so, weiß ich nicht, aber ich habe mich für euch schön gemacht. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Unsere freche Vivien Neuburg vom neuen Schlagerradio Morgen. Das ist die Kollegin von Norman Streche. Die wollte unbedingt was von dir wissen. Und also ich muss sagen, ich traue mich nicht, diese Frage zu stellen. Und deshalb stellt Vivi die Frage jetzt einfach mal selber. Bitte schön, jetzt hör mal, wie frech die ist. Also lieber Jörg, was man dazu sagen muss, Oliver Dunk traut sich nur ganz sicher einfach selbst, dich das zu fragen. Stimmt. Der denkt aber das Gleiche, ja? Sie haben so volles Haar. Das kann doch nicht alles echt sein. Mein Freund ist 22, ja, dem müssen wir jetzt schon bald ein Toupet aufsetzen. Hand aufs Herz, Jörg. Ja. Sind die Haare noch echt? Ja, also normal, also die ist ja nicht so, dass ich die Frage nicht schon zigmal gehört hätte. Ja, das ging eigentlich schon so, als ich 40 war, ging das ja schon los. Ja, super, und im Fernsehen war es immer einfach, da habe ich gesagt, hier fass an, zieh mal dran. Lässt sich jetzt ich lasse Oliver jetzt gerne dran ziehen. Ja, sie sind echt, ich kann dir auch nicht sagen, welchem Naturwunder ich das zu verdanken habe. Ich sag mal, über die Farbe können wir natürlich reden, ob die noch echt ist. Also du tönst. Aber die Farbe ist gut gelungen, finde ich. Ja, nee, total. Also, aber man muss natürlich lange suchen, so ein bisschen Strähnchen. Und du Walz hat mal gesagt, Düsseldorfer Strähnchen. Ja, gut, Udo Walz, alles gut. Ich war einmal da. Also das heißt, Originalfarbe ist jetzt grau oder was wird so heute sein? Die Originalfarbe dürfte schneeweiß sein, ja. Denke ich mal schon, weil mit 77 ist das relativ wahrscheinlich. Ja. Aber ja, so kurz. Aber es macht, es ist das Krasse, es sieht hier super aus. Und ist ein Kurzhaarschnitt heute, ne? Ja, Also, es sieht super aus. Und das, was ich immer interessant finde, ist, das sieht man ja auch bei Frauen. Ja, es gibt wunderschöne Frauen mit grauen Haaren und dann tönen die Farbe. Hallo. Plötzlich mal sieht die Frau 20 Jahre jünger aus. Also Haarfarbe macht echt was aus. Macht wahnsinnig. Ich habe immer meiner Mama, die hat versucht, auf Wunsch meines Vaters hin, bis zum 100. hat die sich immer schwarz färben lassen, wo ich dann sage, so also ab 80 so langsam, also ne, kann ich jetzt auch in den Spiegel gucken, ich bin ja 77, sollte man vielleicht der Natur so und habe immer, ich weiß jetzt leider nicht, verdammter Hacke, aber du wirst das wissen, du bist Journalist, eine FDP-Dame, die Grand Dame der FDP. Hildegard Hambrücher, meinst du? Richtig, ich wusste es, dass du das weißt. So, dieses Grau, das ist wirklich, eine Grande Dame ist das. Ne? Elisabeth Nölle-Neumann, die hatte auch. Richtig. Ja. So. Agnes Strack-Zimmermann. Jawohl. Richard Gere hinbegeben, der muss dieses Grau färben, weil so ein Grau, wie Richard Gere trägt, das hast du von Natur aus nicht. Und dann habe ich gesagt, so, ich jetzt anfange, meine grauen Haare grau zu färben, färbe ich halt lieber die in der Farbe, die ich mal hatte. Ja, die Fernsehlegende
Legende Jörg Träger bei Schlagerradio. Ich dachte immer, Legenden sind tot. Nein, du bist eine lebende Legende. Ja, das sagt man ja heute so, ne? Aber ich weiß nicht. Aber jetzt hören wir lieber Musik. Definiere Legende. Okay, genau. Schweigestille. Schlagerradio. Jetzt könnte er mal zu Beginn lachen, wenn wir jetzt miteinander reden. Die ganze Zeit ist er nur am Lachen. Er spielt mit seinen Würfeln rum. Jörg Träger, geh aufs Ganze, Fernsehmann. Ich sage jetzt bewusst nicht Legende, weil du dich vorhin darüber beschwert hast. Aber ich sag mal, mit der Zeit, so lange wie du dabei bist im Fernsehen, was 40 Jahre bald, da bist du eine lebende Legende auf jeden Fall. Geh aufs Ganze, der Zonk wird dich begleiten. Und ich kenne ja so Fernsehkommissare aus dem Tatort. Die erzählen mir immer, du, ich werde angesprochen als Herr Kommissar, können Sie mir mal bum, bum, bum und so weiter. Oder Fallwagen vor. Ja, genau. Oder Joe Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Wolfgang Baru. Der hatte mal eine Begegnung mit einem Polizisten in Dresden. Und dieser Polizist hat ihn angehalten, weil er zu schnell gefahren ist. Und er sagt zu ihm nicht Herr Baru, sondern er sagt Herr Gerner, Sie als Rechtsanwalt in der Soap, ja, Sie sollten doch wissen, dass man nicht zu schnell fahren darf. So, Leute können das ja nicht unterscheiden. Wirst du denn angequatscht manchmal als Mensch, Zonk, hallo? Erste Korrektur, nicht nur manchmal laufend. Echt, ja? Ja, echt. Guck mal, da kommt der Zonk. Da kommt die Ratte mit der schwarzen Nase. Das sage ich jetzt wirklich nicht, um mein Ego zu befriedigen. Das ist so, ich verstehe es manchmal selbst nicht. Ja. Und das sind nicht nur die, die wirklich in meiner Alterskategorie sind. Das sind wirklich so die, weiß ich nicht, so wie du, die 30, 40-Jährigen oder so. Was willst du trinken? Noch einen Kaffee? Woran auch immer das liegt. Aber gut, das ist jetzt völlig, völlig unerheblich. Wirklich sehr, sehr häufig. Und ich finde es immer völlig bescheuert, wenn dann Kollegen sagen, oh, das ist ja furchtbar, wenn mich keiner mehr kennen würde, brauche ich auch nicht mehr. Also es sind ja meine Fans, es sind meine Leute. Na, du könntest auch sagen, die einen kennen mich, die anderen können mich. Also das. Ja, gut, nee, würde ich nie sagen, weil da sind wir wieder bei Respekt. Mhm. Und was auch die Sender ja immer wieder vergessen, Zuschauer im oder Publikum oder eben Kandidaten sind mindestens 50% einer Sendung. Weil was mache ich mit Kandidaten, die einfach nur neben mir stehen? Nichts, ja? Also so deswegen muss man honorieren. Ja. Ganz ehrlich. So, und blöd ist es halt immer, wenn du im Urlaub mit Frau und Kind unterwegs bist und da macht einer mit der Kamera und so. Aber in dem Moment, und das ist eigentlich die Regel, Entschuldigung, darf ich mal oder kann ich mal, und das finde ich einfach toll und freue mich auch logischerweise darüber. Ich freue mich auch, dass du mich erkannt hast, wobei du wahrscheinlich erst gestern angefangen hast, dich mit meiner Vita zu beschäftigen. Aber es ist ja egal. Ja, das jetzt kennst du ich sage, mich. Also ich kenne dich natürlich vom Fernsehen und bei Sat.1 bist du mir immer aus dem Weg gegangen, weil du so früh nach Hause gegangen bist, als ich erst angefangen habe. Aber eine gute Vorbereitung gehört schon dazu. Also ich habe schon mal geguckt, was hat der Mann gemacht und wie schaut er aus und so weiter. Ich habe noch ein paar Halbsätze, die du bitte vervollständigst. Okay. Den Fernseher schalte ich immer ein, wenn. Mir langweilig ist. Okay, guckst du deine eigenen Sendung eigentlich? Nein, auch? Überhaupt nicht. Nee? Kannst du dich nicht ertragen? Ich kann mich nicht ertragen. Weder meine Stimme noch mein Auftreten. Das liegt, aber ich glaube, das wird dir, was die Stimme angeht, mit Sicherheit auch ähnlich gehen, weil man immer sagt, das hätte ich so lagen sollen, ich hätte besser sein können. Das kommt vor. Aber ich kann dir eins sagen, ich hatte der vorhin benannte Oren Schmuggler, Regisseur, Soko Wismar und WAPO Berlin, der hat irgendwann mal gesagt, du pass auf, ich habe eine kleine Gastrolle für dich bei WAPO Berlin. So. Und dann habe ich das gemacht. Und das war auch richtig im Abspann, stand der Name und bla bla bla. Und hatte auch Text. Und die haben alle gesagt, das hast du super gemacht und hin und her. Und dann habe ich mich gesehen, ein halbes Jahr später. Und dachte, ey, was bist du für eine schlechte Schauspielerpfeife? So, also das ist so das, Eigenbild und Fremdbild. Das, ja, ich konnte mich nicht ertragen. Ich konnte es nur einmal sehen und habe dann gesagt, bitte nie wieder. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Ich habe alle angerufen bei der ARD, nehmt das aus der Mediathek raus. Ja. Ich will das nicht. Alle sagen, ey, deine Stimme oder wie du das gemacht hast und du selbst sagst, ach Gott, es sei denn eben der Regisseur oder wer auch immer sagt, pass auf, das war so scheiße gestern. Guck dir das bitte mal an, damit das nie wieder passiert. Klar, aber ansonsten nein. Pass auf, noch ein Halbsatz. Meine Schwäche ist... Meine Familie. Ja, weil du alles kommt, der war gut, der war gut. Komm. Ja, der war gut. Ja. Familie steht im Soll ich jetzt hier einfach die Wahrheit sagen? Ja. Nein. Ja. Du bist ein Spieler. Aber meine Schwäche ist wirklich meine Familie. Okay. Absolut. Ja, das ist deine Stärke. Ich finde das super. Und meine Geburtsstadt? Berlin. Was, ich meine, du Berlinerst nicht. Ja, du sagst, du kannst ein bisschen bayerisch, ein bisschen Kölsch und so weiter. Was ist, du lebst in Berlin, was ist Berlin für dich? Zu groß. Warum bist du dann auch hier?
weil meine Frau das will. Und wir hatten vorhin ja den Punkt, dass du gesagt hast, alles, was meine Frau sagt, mache ich auch. Ja, ja, das ist ganz einfach. Wir haben ja lange Zeit in Holland, lange Zeit in Spanien gelebt, also auf Teneriffa. Mhm. Und von Teneriffa weg haben wir gesagt, so, wo gehen wir hin? Ich wäre am liebsten wieder Spanien-Festland gegangen oder wäre in den Ruhrpott gegangen, weil ich bin Pottkind. Ich bin zwar in Berlin geboren, aber ich bin echtes Pottkind. Ja, und auch ein echter Spanier. Eigentlich so lange, wie du in Spanien warst, sprichst und, fließend Spanisch und Berlin, so. Ich war 68er-Generation in Berlin. Die hängt mir heute noch nach. Da müssen wir, hast du auch die Zeitungswagen angezündet von Springer? Nein, das habe ich nicht, aber natürlich die Plakette enteignet Springer. Ja. Und ich habe halt auch die Unsorg-Geschichte mitgemacht. Ja. Das war ja von hier gar nicht weit weg, wo Benno erschossen wurde. Von der deutschen Oper, genau. Straße. Genau, von einem Polizisten Kunat oder Kuras, glaube ich. Kuras hieß er. Ne? Genau. Ein Agent der Staatssicherheit. Ja. Das war nachher die Ausrede, nachdem sie ihn fast heilig gesprochen haben. Also das war wirklich so grausam, die Zeit. Und Berlin war mir dann, also wir sind vor 10 Jahren wieder nach Berlin und da war mir Berlin einfach schon zu groß, wo ich einfach sage, ey, mit Ende 60, Anfang 70 eine Stadt nochmal von Grund auf kennenlernen und nur auf der Bank sitzen in Konradshöhe will ich nun auch nicht. Aber gut, ich habe das akzeptiert, weil meine Frau ihre Freunde hier hat, meine Frau hier unbedingt hin wollte. Und zum Glück ruft ja ProSieben Sat.1 an und sagt, komm, wo zeichnen die auf, in München oder Köln? Oder in Köln, ja. Und dann kommst du auch mal raus an die frische Luft und hin und wieder geht's auch nochmal auf den Jakobsweg. Die bist du jetzt auch schon wieder 15 Mal gelaufen. 14. Mal dieses Jahr 15. Nein, Wahnsinn. Und da vorher kommt die neue Hüfte. Jörg Dräger, Fernsehmann, geh aufs Ganze, der Mann mit dem Zonk. Mein Gast bei Schlagerradio. Ich danke dir, dass du da warst. Boah, sind die 11 schon durch? Ja, die 11 Stunden sind vorbei. Tschüss. Okay. Hat Spaß gemacht. Hör auf dein Herz, Schlager.